Ja, Tante Jolisch begrüßt ganz herzlich hier im Wiener Café Zentral. Historischer Ort, da waren Mussolini und Hitler mal unterwegs. Aber keine Angst. Schöne Gesellschaft. Auch Trotzki. Und wir hätten da ein paar Fragen an dich. Du warst ja schon mal in Wien zu Gast und warst jetzt am Wochenende, wie ich gehört habe, auf dem Bundesparteitag der Piraten. Und da hätte uns mal interessiert, welche Eindrücke hast du da mitgenommen? Welche starken Eindrücke? Ja, genau. Also erstmal hallo Herbert, schön hier zu sein. Und ich komme gerade quasi frisch aus Frankfurt, Offenbach. Offenbach war gerade der Bundesparteitag der Piraten von Samstagmorgen bis Sonntagabend. Und wir haben einen ziemlich bunten, ziemlich großen Parteitag gehabt, der größte in unserer Geschichte bisher. Bisher war die Maximalzahl, die wir hatten, glaube ich 1000, 1100. Diesmal hatten wir etwa 1350 Teilnehmer. Wir hatten die Stadthalle von Offenbach gebucht und die hat gerade so ausgereicht mit den Rängen, die wir noch dazu genommen haben. Also das war schon echt knapp. Und dafür, dass es so viele Leute waren, dass wir auch wirklich eigentlich nicht wirklich ausreichend, nicht wirklich lang genug vorbereitet waren, dass da so viele Leute kommen. Also es hat einmal natürlich damit zu tun, dass wir, also die Planung für den Parteitag wurden gemacht vor der Berlinwahl. Und seit der Berlinwahl sind ja einfach mal so locker noch 6.000, 7.000 Leute dazugekommen zur Partei. Das heißt, man konnte nicht wirklich jetzt davon ausgehen, dass es so eine Zahl sein wird. Und dafür hat es doch wirklich sehr gut geklappt. Also muss ich schon sagen, wir waren sehr diszipliniert. Wir haben die Sachen auch konsequent und auch sehr konzentriert durchgesprochen. Und also am Schluss wurde es dann so ein bisschen langatmig. Und dann gab es auch viele Anträge, weil jemand gesagt hat, ich will jetzt aber nochmal meinen Antrag als nächstes besprechen, weil der ist total wichtig. Und dann kommen natürlich 30, 40 Leute, die dann halt sagen, mein Antrag ist doch wichtig. Und so funktioniert es natürlich nicht. Also das war dann halt ein bisschen schwierig am Schluss. Aber wir haben doch einiges geschafft. Insgesamt waren ja, glaube ich, 600 Anträge, die gestellt wurden. Und von denen haben wir dann etwa 60, 70 Anträge auch geschafft. Es ist jetzt, mag man denken, dass das eine zu geringe Quote ist, aber wir haben uns ja doch auch die wichtigsten Sachen rausgepickt und dafür ist es dann doch ganz gut gelaufen. Vielen Dank. Ja, ich habe herausgelesen und gesehen, dass die Medien, dass Teile der Medien richtig enttäuscht waren, dass das so gut lief bei euch. Die hatten wahrscheinlich mehr Chaos erwartet und erhofft. Wie fühlt ihr euch in der Berichterstattung behandelt? Wo seht ihr in den Medien eher unfaires Vorgehen? Oder wie ist überhaupt eure Meinung zu den Medien und wie seht ihr deren Rolle im Rahmen eurer Partei? Also ich kann mir schon vorstellen, dass manche Medien das gerne gesehen hätten, wenn da totales Chaos und Konfusion gewesen wäre. Am besten noch irgendwelche Rechtsextremen, die versucht hätten, irgendwie da uns zu unterwandern oder irgendwas total Skurriles. Also klar, alles was für eine Schlagzeile gut ist, aber so war es dann halt nicht. Es war natürlich auch Bisschen chaotisch, dynamischer, sage ich jetzt mal, als vielleicht bei anderen Parteien, wo alles von der Führung durchorganisiert ist. Aber es war doch wirklich sehr diszipliniert auch. Und die Medien haben das eigentlich auch insgesamt sehr wohlwollend so aufgenommen. Viele haben jetzt geschrieben, dass wir sozusagen es auch geschafft haben, mit dieser Art Politik zu machen, jetzt auch wirklich beeindruckend gut vorangekommen sind und beeindruckend realistisch und auch effizient gearbeitet haben, auch gute Sachen verabschiedet haben. So ein paar Tiefpunkte gab es dann aber doch in der Berichterstattung. Also zum Beispiel haben sehr viele Medien halt versucht, auch von Anfang an schon so irgendwie das so darzustellen, als wären kaum Frauen da gewesen. Es gab dann wohl auch so ein paar Journalisten, die irgendwie rumgelaufen sind mit einer Kamera und gesagt haben, ja, da filmen wir jetzt mal besser nicht, da sind ja zu viele Frauen, das passt auf dieses Klischee jetzt überhaupt nicht, was wir transportieren wollen. Und das war natürlich dann auch ein bisschen zum Ärger der Anwesenden und hat der Versammlungsleiter irgendwann gesagt, liebe Leute, die Medien glauben uns nicht, dass hier Frauen sind, mögen die mal bitte alle aufstehen. Da haben sich richtig viele Frauen auch vom Platz erhoben. Viele sind auch sitzen geblieben, weil sie jetzt keine Lust drauf hatten, so, aber und dann haben einige Medien auch geschrieben, etwa ein Drittel der Anwesenden hat sich erhoben. Das wäre sozusagen so die Maximalzahl. Und andere Medien haben dann wieder geschrieben, also Focus hat dann irgendwie geschrieben, 10 Frauen erhoben sich. Also von 1000 Anwesenden natürlich totaler Blödsinn. Also wirklich
totaler Quatsch. Aber naja, man merkt halt schon, dass die Medien manchmal mit einer, was heißt manchmal, sie gehen in der Regel mit einer gewissen Erwartungshaltung rein. Und dann erwarte ich natürlich von einem guten Journalisten, dass er sich auch überraschen lässt und auch sagt, ja, ich habe mich geirrt, es war was anderes, als ich erwartet hatte. Und dann gibt es natürlich diese klassischen Medien, die halt immer das schreiben, was sie auch vorher erwarten und dann sich einfach ihre Ansprechpartner suchen, die das halt bestätigen. Das ist natürlich blöd. Also ist klar, dass es von 1300 Leuten auch ein paar sehr uninformiert sind und vielleicht auch mal irgendwie eine doofe Antwort geben, wenn da eine Kamera auf sie zeigt, weil sie auch einfach wenig Erfahrung mit sowas haben. Aber ich denke, das ist auch mittlerweile den Journalisten klar, dass es da eben auch sehr ja, bunt so geht und einige eben auch dann noch eher unerfahren sind, die dann vor Ort sind. Danke. Jetzt vielleicht ein paar heikle Fragen zu eurem Programm, zu euren Themen. Und zwar, wie steht ihr zum Einsatz der Bundeswehr im Afghanistan-Krieg als Partei und du persönlich? Also wir haben jetzt auf dem Parteitag auch sehr, sehr viele neue Themen auch behandelt. Wir haben uns jetzt auch zur Europapolitik grundsätzlich positioniert. Wir haben auch das Thema Außen und Sicherheit auf der Agenda gehabt. Wir sind aber nicht dazu gekommen, das Thema auch noch zu bearbeiten. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit nötig, das jetzt auch noch intensiver auszuarbeiten. Wir hatten aber schon im September, Oktober hatten wir schon von der ganzen Bundespartei aus ein großes Seminar zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Das war in Potsdam und hieß deswegen auch Potsdamer Konferenz. Und die haben sehr intensiv sich mit diesen Themen beschäftigt, auch immer versucht, den piratigen Blick auch drauf zu behalten. Angelika Bär war auch vor Ort, das ist eine ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen in Deutschland. Und die war auch außen- und sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen. Und die hat dann eben auch gemeinsam mit den anderen Leuten zusammen nochmal herausgearbeitet, dass es jetzt eben wichtig ist für eine neue Partei. Zum einen natürlich ganz klar sich auch für die Souveränität von Staaten einzusetzen, auch ganz klar sich auch interventionskritisch auch zu positionieren, aber zugleich eben nicht in die Falle des Pazifismus zu laufen, weil man kann nicht beides haben. Man kann nicht sagen, wir wollen staatliche Souveränität über alle Maßen respektieren und gleichzeitig eben überall die Menschenrechte durchsetzen, so wie wir sie in Deutschland kennen. Das geht nicht beides, da muss man eben versuchen, eine Lösung für zu finden, dass man sagt, wir lehnen Interventionen ab, außer unter ganz konkreten, klar definierten, auch nicht irgendwie willkürlich anzuwendenden Bedingungen. Das war da eben auch das Fazit der Konferenz. Sonst läuft man diese Falle rein, in die Grünen 1998 gelaufen sind, die gesagt haben, hey, wir sind Pazifisten, aber irgendwie können wir jetzt gar nicht anders und müssen irgendwie und ja, zustimmen, dass wir jetzt irgendwie auch den Kosovo-Einsatz unterstützen und hauen damit halt auch unserer Basis ins Gesicht. Das heißt, man muss sich da halt vorher sehr gut und sehr genau überlegen, in welchen Situationen ein Einsatz eben auch zu rechtfertigen ist und in welchen Situationen nicht. Aber letztendlich ausformuliert und als Programmantrag haben wir das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Dankeschön. Anderes heikles Thema, Thema Abschiebungen, Asyl. Wie geht ihr oder wie seht ihr das Asylrecht? Was meint ihr zur Praxis der Abschiebungen? Also wir sind pro Asyl in der Piratenpartei. Wir sind dafür, sowohl Migranten als auch Asylbewerber eben zu empfangen und auch wohlwollend aufzunehmen in der Gesellschaft. Gerade bei Asylbewerbern bewegt sich das natürlich auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen gibt es ja in Deutschland gerade diese Fachkräftemangeldiskussion. Das ist natürlich eine sehr wirtschaftlich ökonomische Ebene, die ich auch ein bisschen kritisch sehe, aber die gehört natürlich auch zur Diskussion, dass man eben auch Fachkräfte sucht in bestimmten Gebieten. Dann aber natürlich die Ebene der Menschenrechte. Deutschland ist laut Grundgesetz auch zu Asylaufnahmen verpflichtet. Das heißt, wir müssen auch schon allein von unserer Verfassung her auch diesen Verpflichtungen auch nachkommen. Und da sehe ich ganz große Defizite, das tun wir eigentlich zurzeit nicht wirklich. Es gibt da zum Beispiel ganz gefährliche Abschiebungen von Menschen, die gesundheitlich nicht in der Lage dazu wären, eigentlich das Land zu verlassen. Abschiebungen von zum Beispiel Jugendlichen, die eigentlich ihr ganzes Leben in Deutschland gelebt haben und für die es eigentlich selbstverständlich sein müsste, dass sie auch einen deutschen Pass kriegen könnten, wenn sie es wollten. Zum Teil werden die Asylverfahren auch viel zu krass in die Länge gezogen. Also dass die eigentlich ist es eine Empfehlung,
dass Asylverfahren nicht länger als 6 Monate laufen sollen, weil das eben auch für die Wartenden sehr schwierig ist, in diesem unsicheren Zwischenstatus gefangen zu sein. Und dass man den Asylantrag dann eben auch innerhalb von 6 Monaten bearbeitet, das dauert zum Teil 2 oder 3 Jahre in Deutschland. Und das muss natürlich auch beschleunigt werden, aber nicht mit dem Ziel der Beschleunigung, dass man jetzt die Leute schneller abschieben kann, sondern mit, dass man eben auch dann die Anträge schneller bearbeitet, aber im Regelfall dann eben auch, gehe ich auch davon aus, dass gerade bei den Anträgen, die eher positiv sind, da es dann auch zu Verzögerungen kommt. Also da bin ich auch sehr kritisch, ob die Behörden das dann auch immer so neutral sich anschauen. Und dann ist es natürlich so, dass es einen ganz wichtigen weiteren Aspekt gibt. Europa schottet sich ja komplett ab. Das trifft auch auf Deutschland zu. Wir haben ja diese zum Beispiel die Drittstaatenregelung, dass wir sagen, wenn jetzt Flüchtlinge in Lampedusa in Italien landen und dann weiterfahren nach Deutschland, dann können die bei uns kein Asyl beantragen, weil die erstmal wieder zurück nach Italien müssen. Da müssen die Asyl beantragen. Das lehnen wir auch ab, dass wir halt sagen, wenn jemand es schafft, jetzt nach Deutschland zu kommen und da Asyl zu beantragen, dann muss sich auch Deutschland drum kümmern. Und wenn das jemand ist, der auch gute Gründe dafür hat, dann muss das auch anerkannt werden. Dann gibt es halt diese gesamteuropäische Abschottung. Und auch da ist natürlich der Punkt, dass man als ehemaliges europäisches Kolonialland auch natürlich noch weitere Verpflichtungen hat, gerade in Bezug auf die afrikanischen Länder, wo eben zum Teil immer noch die Menschen unter Strukturen leiden, die ja früher im Kolonialregime aufgebaut wurden. Das ist natürlich ein Punkt, wo man sich auch nicht aus der Verantwortung stehlen darf. EU-Subventionen wäre auch ein weiterer Punkt, den man auch ansprechen könnte an der Stelle, wo es eben auch Wirtschaftsflüchtlinge gibt, die auch ganz konkret unter Maßnahmen leiden, die in der EU eben auch tagtäglich praktiziert werden. Dankeschön. Ein anderes, mehr innenpolitisches Thema, das hohe Wellen geschlagen hat, das bundeseinheitliche Grundeinkommen. Die Piratenpartei ist ja die einzige in den Parlamenten vertretene Partei, die für ein bundeseinheitliches Grundeinkommen gestimmt hat, jetzt auch wieder bestätigt auf dem Bundesparteitag. Da stellt sich für viele die Frage, wie soll das finanziert werden? Gibt es da Überlegungen von eurer Seite? Also erstmal ganz kurz zum Grundeinkommen. Wir haben ja letztes Jahr, auch vorletztes Jahr schon ganz klar als Bundespartei gesagt, wir lehnen die aktuelle Ausgestaltung der Sozialgesetzbücher in Deutschland, also bei uns heißt es halt Hartz IV, lehnen wir ab. Da kommen mehrere Aspekte hinzu, zum Beispiel die Sanktionen, dass wenn Hartz IV-Bezieher eben nicht genug Anträge stellen, dass sie dann eben die Mittel gekürzt bekommen und viele weitere Aspekte, die wir da an der Stelle erstmal sehr schwierig finden. Gerade bei den Sanktionen ist ja eben der Punkt, dass man eh schon das Existenzminimum bekommt und dann auch noch eine Sanktion bekommt. Das heißt, man bekommt nochmal ein Drittel abgezogen. Das kann natürlich nicht sein, weil wenn man das Minimum bekommt, kann man natürlich nicht von jemandem verlangen, dass er plötzlich dann von weniger als dem Minimum lebt. So, und dann hinter der Idee Grundeinkommen steckt ein ganz grundsätzlicher Aspekt oder zwei grundsätzliche Aspekte. Das ist zum einen das Vertrauen in den Menschen, also dass man auch sagt, wenn jemand Geld bekommt, dann würden wir ihm trotzdem vertrauen, dass er was für die Gesellschaft tun will. Zum Beispiel ganz normal weiter zur Arbeit gehen oder dass er irgendwie sich ehrenamtlich engagiert oder dass er sich um seine kranke Mutter kümmert oder seine Kinder großzieht oder irgendwas, was der Gesellschaft halt auch nützt. Und der zweite Aspekt ist eben die Frage, die aktuelle Sozialgesetzgebung in Deutschland basiert ja auf der Annahme, dass wer Sozialleistungsbezieher ist, ja offensichtlich nicht intensiv genug nach Arbeit gesucht hat. Und diese Annahme halten wir für falsch, weil es gibt einfach, und das lässt sich auch historisch und empirisch nachweisen, immer weniger Notwendigkeit für Lohnarbeit. Dazu gehört jetzt nicht Arbeit im weitesten Sinne, da kann jeder was anderes drunter verstehen, sondern eben das, was im klassischen Sinne als Lohnarbeit auch definiert ist. Also ein 9-to-5-Job quasi. Und da es halt insgesamt auch immer leichter ist, die für die Gesellschaft notwendigen Produkte mit immer weniger Arbeitskräften zu produzieren, halten wir es eben auch für sinnvoll, dass man sich nach Alternativmodellen für die Gesellschaft umschaut. Eine Alternative zu der Idee, dass jeder arbeiten muss für Geld und wer es nicht tut, der muss sich dafür rechtfertigen und der kriegt von der Gesellschaft auch jeden Tag noch den Spiegel vorgehalten mit der Botschaft, hier, du bist irgendwie was Schlechteres und du musst dich dafür rechtfertigen, dass du jetzt Geld fürs Überleben brauchst. Und da haben wir eben gesagt, das ist klar, dass wir das alle wollen. Wie können wir das umsetzen? Wie können wir das implementieren? Und da ist eben von den verschiedensten Ideen, die es dazu gibt, man könnte auch sagen, es gibt eine negative Einkommensteuer, die aber im Grunde genommen nur denjenigen zugutekommen,
die eben nicht genug Geld verdienen bei ihrer Lohnarbeit, das wäre auch möglich. Hauptsache eben, dass die Rechtfertigung wegfällt für Menschen, die eben keine Arbeit haben. Da haben wir eben gesagt, dass jetzt doch ziemlich klar ist, dass das Grundeinkommen, also einen Betrag, der an alle Menschen ausgezahlt wird, unabhängig davon, was sie jetzt konkret mit ihrer Lebensführung tun, dann doch das, die sinnvollste und auch die Maßnahme ist, die auch am wenigsten Bürokratie braucht, also die auch zu sehr starken Bürokratieabbau führen würde. Ja, und das ist so erstmal die grundsätzliche Idee dabei. Mir schwebt ein Grundeinkommen zwischen 900 und 1300 Euro vor. Ist sicherlich so, dass man auch schauen kann, dass ein junger Mensch vielleicht erstmal noch ein bisschen weniger bekommt. Also da muss man gucken, ob man vielleicht irgendwie alterstechnisch eine Abstufung macht. Wir haben ja jetzt auch schon Grundeinkommen für Kinder, das nennt sich halt Kindergeld. Da ist wieder das Problem, dass es plötzlich an Sozialleistungsbezieher nicht ausgezahlt wird, was völlig paradox ist. Aber das heißt, Ideen gibt es da eigentlich schon viele zu. Man müsste es nur eigentlich mal vereinheitlichen und auf einen bundeseinheitlichen Standard auch bringen. Und die genaue Finanzierung, die genaue Ausgestaltung, die wollen wir jetzt auch an der Stelle noch nicht vorwegnehmen, weil wir an der Stelle auch sagen, es wäre sinnvoll, wenn wir 2013 in den Bundestag einziehen, dass wir dann erstmal gemeinsam mit den anderen Parteien eine Enquete-Kommission einberufen und ein bis zwei Jahre über verschiedene Modelle diskutieren und die dann als Ergebnis eben der Bevölkerung als Abstimmung vorlegen. Weil ich meine, ganz realistisch betrachtet, selbst wenn wir jetzt ein total toll durchgerechnetes Modell vorlegen würden, von dem wir alle überzeugt wären, was nicht klappt, weil es halt sehr viele verschiedene Modelle gibt, die auch so ein bisschen auf unterschiedlichen ideologischen Einstellungen basieren. Selbst dann würden wir nicht innerhalb der nächsten 2, 3, 5 Jahre ein Grundeinkommen implementieren können in Deutschland. So schnell geht das halt nicht, weil die Menschen und die Parteien gerade immer noch sehr stark auf Vollbeschäftigung getrimmt sind. Deswegen halten wir es für den richtigen Schritt, dass wir erstmal mit unter breiter Beteiligung auch der Bevölkerung verschiedene Modelle diskutieren wollen, um die dann eben mittelfristig zu implementieren. Vielen Dank. Eine letzte Frage noch. Thema Korruption. Das ist ja in Österreich ein Dauerbrenner. In Deutschland sicher auch, aber eher unter der Decke gehalten noch. Wie stellt sich die Piratenpartei vor, dass es am wirkungsvollsten gegen Korruption vorzugehen ist? Ja, also Korruption ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wegen denen sich die Piratenpartei auch wirklich explizit gegründet hat. Wir haben ja immer darunter gelitten, dass die Politiker ziemlich direkt, wenn es ums Urheberrecht ging, halt mit den Lobbyisten der Musikindustrie gesprochen haben, weder mit den Künstlern, noch mit den Nutzern, noch mit den Internet-Usern, also wirklich viele Experten auch ausgeblendet haben eben und direkt mit der Lobby von der Musikindustrie gesprochen haben, die halt eben einfach am einflussreichsten ist. Das ist natürlich auch eine Form von Korruption, auch wenn jetzt nicht jedes Mal ein Koffer voll Geld auf dem Tisch steht. Und da kommen wir eben ins Spiel und sagen, Korruption lässt sich natürlich gerade in Parteien erstmal am besten dadurch bekämpfen, dass du nicht einen charismatischen Führer hast, dem alle folgen und wer denn der plötzlich irgendwie seine Meinung von einem Tag auf den anderen komplett ändert, dann sagen alle, na gut, dann haben wir jetzt auch eine andere Meinung, weil dann, wenn jemand so viel Verantwortung und so viel Führungspotenzial auch hat, dann ist auch klar, dass mit dieser großen Verantwortung auch natürlich auch die Möglichkeit wächst, dass Verführungsmöglichkeiten wachsen halt einfach, dass jemand dann doch sagt, na gut, jetzt gebe ich dir mal einen Job oder jetzt höre ich dir mal mehr zu als dir, obwohl du eigentlich, wo ich schon weiß, dass du halt nur dich selber vertrittst. Also da ist es halt wichtig, dass man einfach versucht eben, dass die Parteibasis halt möglichst viel Einfluss auf die Entscheidung hat, damit Entscheidungen nicht von Einzelpersonen revidiert werden können. Und dann, ganz wichtig, dass eben auch immer die Bevölkerung mit involviert wird, wenn es um Fragen geht, die auch die Bevölkerung sehr stark tangieren, also durch Volksabstimmungen zum Beispiel, wie beim Thema S21 bei dem Stuttgarter Bahnhof, wobei da die Abstimmung eigentlich viel zu spät kam. Und dann natürlich auch der Punkt Transparenz, ganz wichtig, dass man eben auch als Politiker sich auch rechtfertigen muss, weil für das Geld, was man da bekommt, muss man eben auch dem Bürger ganz konkret erklären, welche Arbeit man jetzt konkret geleistet hat und nicht nur, was das Ergebnis war. Also die Prozesse der Politik erklären. Ich habe mich an dem und dem Tag mit dem und dem Lobbyisten getroffen, an dem und dem Tag mit der NGO, mit der Bürgerinitiative und habe über die und die Themen gesprochen und das ist jetzt sozusagen das Ergebnis meines Denkprozesses. Deswegen bin ich jetzt der Meinung, dass dieser Park gebaut werden muss. Das ist halt ganz wichtig, wenn ich nicht die Möglichkeit bekomme, als Bürger wirklich transparent nachzuvollziehen,
wie die Entstehungsprozesse von Gesetzen sind, wie die Entstehungsprozesse von Positionen bei den Parteien sind, dann kann ich als Bürger auch nicht wirklich effektiv und sinnvoll darüber entscheiden, welcher Entwurf jetzt wirklich meine Interessen am besten vertritt. Das ist halt die Meinung der Piratenpartei an der Stelle. Vielen Dank, Fabio Reinhardt. Gute Zeit noch hier in Wien und anderswo. Und ja, man sieht sich mal wieder. Dankeschön. Ja, danke für das Interview, Herbert.